الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, على سوق بيت الله دم هان دفلتن الله زيق من هان بم هان تشكايد رفن زم قفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, ich möchte heute zusammengefasst über eine der Verantwortungen sprechen, die Allah subhanahu wa ta'ala vielen von uns auferlegt hat. Es geht um die Verantwortung der Folgegeneration gegenüber, besonders im Hinblick der eigenen Kinder. So sagte, gibt es eine Überlieferung, dass ein Mann besuchte Ma'qal ibn Yasar radiallahu ta'ala an. Ma'qal ibn Yasar ist einer der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und er war gerade am Sterben. Also er war krank und das war auch die Krankheit, an der er letztendlich dann gestorben ist. Dieser Sahabi, Ma'qil radiallahu anhu, sagte zu dem Besucher, Ubaidullah, er sagte, ich möchte dir einen Hadith erzählen, den ich vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört habe. Und ihr wisst, jemand, der gerade im Sterben liegt, jemand, der davon ausgeht, dass er jeden Augenblick seinem eigenen Schöpfer subhanahu wa ta'ala gegenüberstehen wird, der wird die Wahrheit sprechen und nicht als die Wahrheit sprechen. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, er will für dich nicht nur Gutes, sondern er will für dich das Beste. Er möchte sein Leben verabschieden mit einer Nasiha, deren Belohnung er mit ins Grab tragen darf. So sagte er, ich möchte dir einen Hadith erzählen über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, jeder Mensch oder jeder Diener, der stirbt, während Allah subhanahu wa ta'ala ihm etwas anvertraut hat, aber dieses Vertrauen missbraucht, wortwörtlich betrügt, der wird am Tag der Auferstehung des Paradies nicht betreten dürfen. Jeder Mensch, dem Allah subhanahu wa ta'ala Menschen anvertraut hat, und dazu gehört natürlich in allererster Linie die eigene Familie dazu, als Familienvater, deine Ehefrau, deine Kinder, jeder Mensch, dem Allah azza wa jal Menschen anvertraut hat, aber an dem Tag, an dem er stirbt, betrügt er sie. Was heißt, er betrügt sie? Das heißt, er wird seiner Verantwortung nicht gerecht. Dem hat Allah das Paradiesgarten, den Paradiesgarten verboten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor bewahren. Was gibt es Schlimmeres und Gewaltigeres, als dass man der Grund dafür ist, die eigenen Kinder, dass man sieht, wie die eigenen Kinder ins Verderben gestürzt werden und vom rechten Weg abkommen und nicht rechtgläubig sind. Meine lieben Geschwister, wir machen uns nichts vor. In der Realität ist es so, dass wir unseren Glauben lieben und auch in unserem Glauben sterben möchten. Und wir auch gerne möchten, dass unsere Kinder diesen Glauben weiterführen und danach leben, sodass wir uns im Paradies treffen dürfen. Aber gleichzeitig händigen wir diese Kinder 3, 4, 5 Stunden mehr oder weniger Menschen aus, die unseren Glauben nicht haben und die vielleicht sogar etwas gegen unseren Glauben haben. Und insofern müssen wir wachsam sein und dürfen diese Angelegenheit nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und jetzt kann man das schönreden, jetzt kann man das kleinreden, jetzt kann man sagen, das ist übertrieben. Bei mir ist das ja nicht so. So wisse, lieber Bruder und liebe Schwester, dass es Dinge gibt, die in den Schulbüchern verankert sind und unserem Glauben ganz klar widersprechen. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie man damit umzugehen hat. Denn während die Moschee immer wieder versucht, den Charakter deines Kindes aufzubauen, und vielleicht sogar zu reparieren, wenn man das so sagen darf, einmal die Woche vielleicht, wenn es hochkommt, gleichzeitig wird einiges von der Persönlichkeit deines Kindes im Laufe der Woche zerstört.
Und es ist unmöglich, etwas, was, ihr wisst, da zum Aufbauen braucht man Jahre und zum Zerstören einen einzigen Augenblick. Und hier ist ja das Spiel genau umgedreht. Meine lieben Geschwister, das Mindeste, was man tun kann, vielmehr ist es sogar weniger als das, was man tun muss, ist, dass man mit seinen Kindern, gerade in solchen Ländern, wie in der ihr euch hier befindet, mit seinen eigenen Kindern so viel Zeit verbringt, wie diese Kinder auch mit Nichtmuslimen verbringen. Wenn du darauf achten möchtest, dass er eine muslimische Persönlichkeit entwickelt und sich auch bewusst ist, dass er Muslim ist und weiß, es gibt einen Unterschied zwischen einem Muslim und einem Nichtmuslim. Insofern ist es das Mindestmaß, dass man verfolgt und schaut, was lernt denn mein Kind in der Schule? Was liest es denn? Da reden wir wahrscheinlich weniger über Mathematik und Physik, sondern vielleicht mehr über teilweise die Ethik oder sogar den Religionsunterricht oder auch andere Angelegenheiten, die den Charakter unseres Muslimseins zerstören können. Und wenn es nicht zerstört, dann zumindest wird man dadurch erhebliche Nachteile im Laufe seines Lebens haben, worüber wir ein anderes Mal sprechen könnten. Biologie habe ich vorhin angesprochen. Natürlich die Biologie, weil dort werden teilweise Lehren vertreten, verankert in unseren Büchern, die im direkten Widerspruch zu unserem Glauben stehen. Wir denken mal zum Beispiel an den Darwinismus, wo es da um die Entwicklung des Menschen geht. Es gibt Menschen, die bis heute daran glauben, dass der Mensch sich im Laufe von Millionen von Jahren aus einem Tier zu dem entwickelt hat, was er heutzutage ist. Und das steht im Widerspruch, klarer Widerspruch zu unserem Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, unseren Herrn, Ar-Rabb, und unseren Schöpfer, Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Deswegen das Mindeste, wie gehen wir damit um? Wir können ja nicht sagen, wir schicken unsere Kinder nicht mehr in die Schule. Das Mindeste, wie man damit umgeht, ist, dass man diese Sachen verfolgt und schaut, was lesen diese Kinder. Am besten bevor, denn es gibt ja Schulbücher, es gibt ja Bücher, die Lehrer gehen ja diese Kapitel normalerweise in irgendeiner Reihenfolge durch. Man kann das vorher lesen, vorher anschauen und das eigene Kind impfen gegen fehlgeleitete Weltansichten oder falsche Behauptungen, wie in dem Beispiel, was ich erwähnt habe. Das ist ja nur ein Beispiel von mehreren Beispielen. Es geht ja auch um Sachen über den Charakter und es geht ja auch um Sachen, liebe Geschwister, dem Kind wird ja gelehrt, dass er bestimmte Freiheiten hat und dazu gehört, dass er plötzlich mit 18 Jahren Sachen machen darf, die vorher haram waren bei den Muslimen als auch bei Nicht-Muslimen und plötzlich sind sie halal geworden. Und man sagt ihm, das gehört zu deiner persönlichen Freiheit und gibt ihm sogar noch eventuell die Information, dass wenn du eingeschränkt wirst in dieser Freiheit, dann hast du sogar das Recht, dich dagegen zu wehren. Insofern, diese Angelegenheit ist gefährlich, kann gefährlich sein für den Werdegang eines Muslims, wenn man sich mit seinen eigenen Kindern beschäftigt und auch vorhat, dass sie, inshallah ta'ala, nicht verunsichert werden in ihrem Glauben und ihrem Bewusstsein als Muslim. Meine lieben Geschwister, es gibt natürlich vieles zu sagen, denn die Menschen werden ja, oder die Schüler oder die Kinder werden ja nicht nur durch Informationsübermittlung beeinflusst, sondern sie werden auch dadurch beeinflusst, dass sie sich einfach aufhalten mit Menschen, die eventuell andere Einstellungen zum Leben haben. Das können sie ja gerne haben, aber uns geht es jetzt darum, dass wir unsere eigene muslimische Persönlichkeit bewahren wollen und von unserer Religionsfreiheit auch profitieren wollen und dieses Recht auch beanspruchen möchten. Meine lieben Geschwister, da reicht es dann nicht, dass man sein Kind einmal die Woche als Beruhigungsspritze in die Moschee schickt, dann werden sie ihm vielleicht ein paar Suren des Koran al-Karim lehren. Das ist überhaupt nicht realistisch und auch überhaupt gar nicht höchste Priorität in unserer Religion. Denn wenn du mal anschaust, was die Sahaba radiallahu ta'ala anhum zuerst gelernt haben, bevor sie den Koran gelernt haben, dann wirst du vielleicht große Augen machen.
Entscheidend ist, liebe Geschwister, dass wir möchten aufwachen. Wir möchten diese Fehler, die wir uns selbst antun und vielleicht unseren Kindern antun, sehen, dass wir nicht schlafen und eines Tages aufwachen und es viel zu spät ist. Denn es reicht nicht einfach nur, ein guter Mensch zu sein. Es reicht nicht einfach nur, ein gutes Benehmen zu haben, freundlich mit den Menschen umzugehen. Das erste gute Benehmen, das du an den Tag legen solltest, ist dein Benehmen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn dieses Benehmen stimmt, dann kommt an zweiter Stelle das Benehmen den Eltern gegenüber und danach das Benehmen anderen Menschen gegenüber. Deswegen lasst uns nicht uns selbst betrügen. Lasst uns nicht uns selbst betrügen. Ich bin mir sicher, dass diejenigen Eltern, die keine Beziehung haben zu den Lehrern in der Moschee, die ihre eigenen Kinder unterrichten, auch keine Beziehung haben zu ihren Lehrern in der Schule. Und wenn überhaupt, dann ist natürlich eher der Kontakt zu der Schule mehr als zu der Moscheeschule. Wobei natürlich also beides wichtig ist und beides erwünscht ist. Meine lieben Geschwister, wenn jemand seine Kinder in die Moscheeschule schickt und die Kinder überhaupt gar keinen Fortschritt machen und die Eltern das gar nicht bemerken und jahrelang ihre Kinder schicken, aber das Kind ist immer noch bei der gleichen Sura des Koran kennt, was bedeutet es denn anderes, als dass es keine Betreuung zu Hause gibt seitens der Eltern, die sich auch wirklich dafür interessieren, dass ihr Kind vorankommt. Also es wird sich niemand für dein Kind so interessieren wie du selbst. Du glaubst doch nicht, dass irgendwelche fremden Leute sich mehr um dein eigenes Kind kümmern werden als du selbst. Deswegen empfehle ich dringend, liebe Geschwister, dass man zu Hause zwei Sitzungen einberuft. Die erste Sitzung, in der man verfolgt, was das Kind in der Schule und in der Moscheeschule lernt, ihm eventuell hilft bei den Hausaufgaben und so weiter und so fort. Dass man nachschaut, was lernt es, was könnte da eventuell für uns als Muslime problematisch sein und dass man dann dementsprechend eingreift. Indem man zum Beispiel mit dem Lehrer spricht, mit dem Lehrer redet und es gibt viele einsichtige Menschen. Zweitens, die zweite Sitzung, die man einberuft, in der man, und das ist natürlich auch eine tägliche Sache, dass man seinem Kind guten Anstand und Iman beibringt. Dass man ihm das Glauben lehrt. Glauben heißt nicht einfach nur zu sagen, ich glaube an Allah und da hat sich die Sache erledigt. Und man lehrt ihn zu glauben. Was bedeutet es zu glauben, dass Allah ist Ar-Raqib, das heißt derjenige, der über uns wacht. Man gibt ihm Beispiele von Menschen, die diesen Glauben verinnerlicht haben, wie das sich geäußert hat in der Realität, wenn sie in Situationen gekommen sind, wo sich dann gezeigt hat, dass sie tatsächlich an Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Raqib glauben. Du brauchst ihm nicht Koran lesen beibringen zu Hause. Das hat keine Höchstpriorität. Unser Prophet hat gelebt und ist gestorben, ohne dass er den Koran Karim lesen konnte, alayhi salatu wassalam. Er war des Lesens und Schreibens unkundig, wie wir alle wissen. Und viele Sahaba konnten den Koran Karim auch nicht auswendig. Und deswegen sagte Jundub ibn Abdullah, radiallahu ta'ala anhu ardah, er sagte, wir haben am Anfang, als wir kleine Kinder waren, noch erst gelernt zu glauben, noch bevor wir den Koran lesen gelernt haben oder auswendig gelernt haben. Später haben wir dann den Koran gelernt und dadurch hat sich unser Glaube vermehrt. Das ist die Reihenfolge, in der wir auch vorzugehen haben. Ich möchte zu guter Letzt noch auf eine wichtige Sache hinweisen, und zwar, dass wir auch uns nicht betrügen lassen durch wenn wir in manchen Schulen, öffentlichen Schulen, wird heutzutage das Fach Islam oder Islamkunde oder Islamunterricht angeboten. Und dieses Fach hat seine Vor- und Nachteile, wie alles im Leben. Aber wir sollten wissen, dass in Deutschland die muslimische Religion bis heute nicht anerkannt ist. Und deswegen haben die Muslime auch gar keinen Anspruch darauf zu bestimmen, was in den Lehrplänen geschieht. Und deswegen haben die Muslime auch keinen Anspruch darauf, hier in Deutschland zu sagen, wir möchten einen Lehrer haben, sunnitischen Glaubens, der auch unseren Kindern das beibringt, woran wir glauben. Das gibt es nicht.
anerkannt ist diese islamische Religion als überhaupt nicht in Deutschland. Und deswegen, liebe Geschwister, muss man umso mehr darauf achten. Es kann sein, dass nicht Muslime deine eigenen Kinder unterrichten wie ein Alawi oder ein Ahmadi oder ein Rafidi oder was auch immer, weil diese Leute, Gruppen von Menschen, von ihnen eher anerkannt werden als die große, breite Masse der Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Deswegen, liebe Geschwister, müssen wir gerade bei diesen Sachen uns nicht reinlegen lassen und aufpassen, was unsere Kinder lernen und gegebenenfalls, wie gesagt, unsere Meinung sagen. Und wir haben das Recht darauf, auch unsere Rechte einzufordern. Und man muss auch mit dem Lehrer mal reden und mit dem Direktor mal reden und sich nicht immer alles gefallen lassen. Und viele dieser Sachen haben auch tatsächlich in der Vergangenheit Wirkung gezeigt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch segnen und beschützen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch den Erfolg verleihen, eurer Verantwortung gerecht zu werden. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.